Ich weiß noch, im Dezember, wir hatten noch Professorium da, wir hatten noch nicht alles neu gebaut bei Toyota. Da kommt ein Anruf, die FIA hat Dölzle-Motoren verboten. Wir wollten die Gießerei, Zeichenmotor war fertig gezeichnet, alles fix und fertig. Wir wollten den nächsten Tag in die Gießerei gehen. Später haben wir erfahren, dass Ferrari interveniert hat. Die hatten auch immer 12-Zylinder-Motoren und mussten dann einen 10-Zylinder-Motor bauen müssen. Klar, mit einem 10-Zylinder ist schon ein bisschen Kompromiss, aber man muss da auch an das Auto denken. Dann haben wir gesagt, okay, gut, wenn dann eben nicht so ist, dann müssen wir einen 10-Zylinder bauen. Und dann umgeswitcht im Dezember, ja, und haben dann praktisch den 10-Zylinder-Motor gebaut. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin übrigens immer ganz begeistert, wie ihr auf Motorenkonstrukteure reagiert, wie zum Beispiel jetzt hier Norbert Kreier. Ich habe zahlreiche Mails mit Fachfragen und Motorkonzepten bekommen, die ich doch bitte in Teil 2 fragen und diskutieren möge. Aber ich muss euch leider enttäuschen, ich hatte die Folgen natürlich in einem Rutsch aufgenommen und darum kann ich jetzt nicht explizit auf Fragen eingehen. Aber es geht natürlich heute nicht weniger spannend weiter, denn wir reden über einen ganz bestimmten Leistungsvergleich, Kreier gegen Cosworth, bei dem in der Nacht zuvor noch an Norbert Kreiers Motor manipuliert wurde, seine Zeit beim Formel-1-Team von Toyota, wo er ja den Motor verantwortet und gebaut hat. Wir reden über seine Vorliebe für seinen Opel Ascona A und wie ein gewisser Peter Geisecker ihn zum Mann hinter der Balance of Performance am Nürburgring gemacht hat. Etwas, das er aus Ingenieurssicht eigentlich nicht gutheißt, wie er mir erzählt. Und ganz zum Schluss ist uns noch eingefallen, dass er ja auch noch ein Auto für Heinz-Harald Frenzens 24-Stunden-Auftritt auf dem Nürburgring entwickelt hat. Heute also eine Folge mit Zugabe und bevor wir starten, möchte ich euch noch meinen heutigen Partner vorstellen. Das ist die Firma NordVPN. Und jeder, der im Internet unterwegs ist, sollte sich einmal über die Vorteile von so einem Virtual Private Network informieren. Bei großen Firmen, wo es auf Sicherheit unterwegs ankommt, ist diese Technik gang und gäbe. Und das könnt ihr auch haben und es ist gar nicht so teuer. Denn wenn ihr unterwegs ins Netz geht und dazu öffentliche WLAN-Netze nutzt, dann besteht die Gefahr, dass eure Daten abgegriffen werden. Mit einem VPN-Netz schützt euch eine Art Tunnel, der zwischen eurem Gerät und der Seite, die ihr aufrufen wollt, gebaut wird. Und weil ihr auch noch einen von tausenden Servern von NordVPN nutzt, die in 58 Ländern auf der ganzen Welt verstreut stehen, kann euer Standort oder eure Identität nicht nachvollzogen werden. Das hat natürlich auch oftmals große Vorteile und das alles richtet ihr nur einmal ein und es funktioniert vollautomatisch im Hintergrund und gibt euch einfach nur das sichere Gefühl beim Surfen im Netz. Ich nutze es auch und weil NordVPN gerade Geburtstag hat, gibt es aus diesem Anlass auch noch Präsente für euch. Zum einen große Rabatte auf den 2-Jahres-Plan, einen Gratis-Monat obendrauf und wem das immer noch nicht reicht, der bekommt noch ein Bonusgeschenk. Das Ganze natürlich ohne Risiko, denn ihr habt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Geht jetzt auf nordvpn.com/autopodcast oder nutzt den Rabattcode AUTOPODCAST und freut euch über Rabatte und das sichere Gefühl beim Surfen im Netz. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und hier ist jetzt Teil 2 mit meinem Gast, dem Motorenentwickler Norbert Kreier. Ja, dann haben wir wieder da gestanden, da ich verflixt nochmal, das kann doch alles nicht wahr sein. Warum haben wir dann immer irgendwo Pech an den Finger? Wir bauen gute Sachen, machen gute Sachen und irgendwo wird das nicht gebraucht, wird nicht gemacht. So, das war dann 1993, 94 und dann rief der Ebert Braun, den kann ich von der Saxby-Zeit noch, Ebert Braun war Leiter Technik bei Ford Motorsport. Ja, wir wollen in die STW einsteigen. Der Wolf macht das, der Wolf hat die Entwicklungsaufgabe. Wir haben ein Problem, der will keine Wolf-Motoren haben, weil der sagt, nee, wir sind Konkurrenten, ich fahre keine Motoren vom Wolf, der Wolf soll die Entwicklung machen, der Wolf hat selber Autos eingesetzt, kannst du die Motoren machen? Ja, das ist klar, warum nicht? Das waren die Sechszylinder, das waren die Mazda-Motoren, die dann praktisch auch bei Ford gebaut wurden, in die Mondeos. So, wir fahren Sechszylinder, der ist dann auch gefahren in England, hat auch da relativ viel gewonnen damals. Und sollte dann hier in der STW laufen. Die anderen haben aber praktisch nachgezogen, die Audis und auch die Opel sind da gefahren und BMW. Das war praktisch die STW-Klasse. Ja, okay. Ja, sag ich, aber brauche ich Ersatzteile. Und ich möchte eins mal haben, dass ich mal so einen Wolf-Motor kriege. Ja, sagte ich, kaufe noch zwei Motoren bei Cosmos.
Die liefern die Uhr aus, die sind aber verblombt, die dürfen wir nicht aufmachen. Ich sage, okay, gut. Aber dann haben wir wenigstens mal eine Basis, was das Ding geht. Oder was möchte ich jetzt oder wo wir hin müssen. So, dann haben wir den Motor aufgebaut, der Kostos-Motor bei uns im Prüfstand. Der Kostos-Motor hat gezogen 292 PS am Prüfstand. Ich weiß das heute noch so. Geguckt, ja, also mit Korrekturfaktoren 292 PS. Dann haben wir den Wolf-Motor, den haben wir dann zusammengebaut und an den auf den Prüfstand gesetzt. 278 PS. Das ist da viel und ein bisschen. Eberhard. Ja, der Wolf meint, die hätte den Motor falsch zusammengebaut. Ja, sag ich, okay, gut, pass auf, dann machen wir das anders. Dann besorge ich mir doch einen Wolf-Motor. Kann er den zurückhaben? Kein Problem. Wolf-Motor gekriegt, Prüfstand gesetzt, 278 PS, sag ich, Eberhard. Scheint wohl doch nicht, dass wir einen Fehler gemacht haben beim Zusammenbauen. Der hat auch nicht mehr. Mist, das geht ja nicht. Der Schübel ist schon am Jammern. Dann sage ich, okay, lass uns doch anfangen mit den Kostos-Motoren. Wir bauen die Kostos-Motoren ein, die betreuen wir. Wir fahren Kennfeld dafür am Prüfstand und betreuen die dann, bis dann mal was Eigenes haben. So, dann ging das dann los. Ja, dann ja, kannst du dann da nicht eingreifen und die Köpfe und alles machen. Da schicke ich die Teile rüber und alles drum und dran. Ja, doch, so, dann haben wir dann, weil das war ein großer Motor, ein V6, aber die Köpfe waren so schlecht gemacht, dass man praktisch die Köpfe hätte umgießen müssen. Wir haben die dann aufgeschweißt, andere Kanäle drin gemacht und alles drum und dran. Und sind dann losgegangen. Ja. Dann haben wir uns dann dahin geschafft. Da haben wir die 92 gleiche Leistung wie der Cosworth hatten. Ja, aber wir sind immer noch nicht wettbewerbsfähig. Die Audis und die BMWs sind schneller und der Schübel ist am Jammern und am Jaulen und will Cosworth-Motoren haben, weil er denkt, die wären schneller. Ja, sag ich, wir haben doch die gleiche Leistung. Ja, aber okay. Ja, sag ich, okay, wir können noch mal eins probieren. Wir machen noch mal einen Schritt. Das wird dann dasselbe bezahlt. Einen Schritt, sag ich, wir machen mal Doppeleinspritzung auf die Motoren drauf und ich mache andere Nockenwellen, lasse nochmal das Ganze laufen, größere Ventile nochmal rein und gucken wir mal, was dann erreicht wird. So, haben wir das gemacht und dann haben wir praktisch Motoren ausgeliefert. Die hatten dann bei uns im Prüfstand 305 PS. So, jetzt müssen wir das merken. So, und was war? Klar, der Hübel war wieder am Jammern. So haben wir den Motor eingebaut und er war in Assen. Absolut Topspeed, schnellster STW Ford. Da wurde ihm schon mal der Zahn gezogen. Dann stand es immer noch da, ja, wegen Entwicklungen. Wer kriegt dann jetzt die Entwicklung für die Motoren, die Weiterentwicklung? Da sage ich, Eberhard, es kann nicht sein, dass ich hier mit meiner ganzen Mannschaft über das Jahr haben wir für die ganze Entwicklung 300.000 Euro gekriegt. Nur Mark, das ist ein anderer Mark. Ich weiß nicht, was kostet die Entwicklung, die werden aber nicht für euch für 300.000. Da kriegt ihr vielleicht eine Nockenwelle bei Cosworth entwickelt. Ja, da müssen wir gucken. Ich habe natürlich ein Problem, weiß ja, Kreier oder Cosworth. Ja, da ist das klar. Vom Namen her stellen die schon ein bisschen anderes dar. Ja, Ford will, dass wir einen Vergleichstest machen. Ja, okay, gut. Und wo soll das sein, der Vergleichstest? Ja, der Vergleichstest ist in England bei Nichols und McLaren. Kannst du mit dem Motor da rüberkommen? Ja, sage ich, okay. Na, ich habe nur kein richtiges Auto dafür, da müsste man größer. Da habe ich so einen Maverick gekriegt, habe meine Mutter eingeladen, bin dann darüber. Meine Familie ist noch mitgefahren, sage ich, fahrt mit. Wir sind in London, guckt euch London an, ich habe dann ein bisschen zu tun. Wenn eine gute Zeit gibt, was zu feiern. Ja. So, bin dann darüber gefahren, der Eber Braun war dann auch da. Wir haben dann abends die Motoren aufgebaut mit unserem Auspuff, mit allem drum und dran. Haben eine Leistungsmessung gefahren, da ich lasse uns mal prüfen, ob alles passt. Ja, haben wir gemessen. 305 PS, oh, das passt, ist okay, warte, das ist alles okay, im Moment, okay, dann sehen wir uns morgen früh, morgen ist der offizielle Test. Ja, sag ich, okay, wenn ich Ihnen das erzähle, da glaubt kein Mensch, aber das ist so. Anderen Tag komme ich da hin, der Eberhard war schon da, er sagt, dann lass uns mal gerade testen, lass uns mal fahren. Ja, klar, das ist kein Problem. Messeleistung, der Motor gibt nur 280 PS ab. Sag ich, Eber, das gibt's doch nicht. Du hast doch was gestern. Ja, das kann doch nicht sein, aber wir haben doch gestern. Ja, ich meine, nichts gemacht. Ich habe
Ding angepackt, das ist das Gleiche. So bin ich da reingegangen. So blöd waren sie noch. Und haben die Nockennellen verstellt. Da hat irgendeiner von Mickelson oder wer immer hat die Nockennellen verstellt. An dem Motor. Da habe ich so, jetzt konnte ich sehen, weil ich hatte die ja markiert und habe so markiert, dass ich immer wusste, wo die Dinger standen. Ja. Da habe ich gesagt, guck das selber an. Zweimal die Aussatzwelle verstellt. Das gibt's ja nicht. Dachte noch, das kann doch nicht sein. Da ich, was guck doch. Du hast doch gesehen. So, ich darf mal Glück haben, ich stelle die jetzt wieder richtig. Dann haben wir die Leistung wieder. Wenn Ventil krumm ist, dann haben wir Pech gehabt, dann haben sie uns verarscht. So, ich habe die Nockenwellen wieder richtig gestellt. Bin wieder reingefahren, haben die Leistung gemessen. 305 PS. Der Ebert hat getobt darum. Was ist das hier für ein... Ja, sag ich, Ebert, nützt ja nicht. Guck, wem willst du denn hier was sagen? Wir haben die Leistung wieder. So, Drehmomentkurve. So, dann den Motor wieder abgebaut. Und dann ist der Kostos-Motor aufgebaut worden. Leistung hatte der 305 PS. Also 305,5. Halbes PS mehr. Aber dafür hatten wir unten raus ein bisschen mehr Drehmoment. Also Gleichstand. So, was machen wir jetzt? So. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich werde auch in Beschwerde. Und da dachte ich, Ebert, das hilft doch alles. Das haben wir gesehen, du hast es doch mitgekriegt. Wenn du das nicht erzählst, wem willst du das dann erzählen? Du kennst doch keinen. Oder irgendwo habt ihr Blödsinn gemacht. Wem willst du denn das erklären? Da ich, das ist so. Da ich dann verarscht, aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir haben die gezeigt, so Motor abgebaut. Dann war dann, ging die SDW dann auch zu Ende. Ford ist dann wieder ausgestiegen aus der SDW. Ja. Wie haben denn die Cosworth-Leute reagiert auf ihre 305 PS? Ich dachte, war gar nichts. Das die haben eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ja, die haben gesagt, ach, guck mal, okay, das den Fehler entdeckt. Ja. Gut, sag ich, die haben vermutlich für ihre Entwicklung 10 Millionen kassiert und ich habe da 100.000 gekriegt von euch, liebe Ford-Leute, weil wir kein Geld haben. Immer wieder dasselbe, kein Geld. Hab dann nur noch was, das darf man auch nicht, die haben alle 3 Monate bezahlt. Aber die haben sie aber auch voll ausgenutzt. Die musste ich dann alles wieder zwischenfinanzieren. Das war dann alles nicht immer so einfach. Aber okay, gut. Wir haben wieder gezeigt, haben wir können. Dann kam der nächste Schritt fort. Das war dann, ich weiß nicht, das war noch kurz davor. Das war noch kurz davor. Das war nach der Konrad-Schmidt-Zeit dann mit dem Escort. Haben wir Finnland gefahren. Ari Vatanen. Ari ist gefahren. Alles okay, ja, aber die Ford haben jetzt so ein EWS-System drin. Ja, sag ich, das ist kein Problem. Das habe ich nicht erfunden, aber ich habe es wieder weiterentwickelt. Das ist von Audi erfunden worden, damals von dem Quattro. Und ich habe dann weiterentwickelt für Toyota. Da ich mir an das Ding am Toyota gemacht, Toyota hat es jetzt weiterentwickelt. Klar. Was für ein System? Das ist das Anti-Lack-System. Die haben doch früher so geknallt, die Turbos. Ja. So, das war praktisch ein System. Damit hast du den Ladedruck hochgehalten. Okay, alles klar. Und das System habe ich wieder aufgegriffen bei Toyota, weil ich sage, wir müssen besser sein wie die Lancias, lass uns gucken, ob wir den Ladedruck... Ja. Ich wusste da aber nicht, vielleicht wie haben sie das gemacht. Irgendwo muss ja was sein und da kann ja nur über das Abgas gehen. Wir hatten da so was Ähnliches mal beim Zack probiert und hat dann auf einmal gesehen, der Ladedruck steigt an, obwohl wir weniger Zündung fahren, beim Gas wegnehmen. Ja, auf diese Basis dann aufgebaut haben wir die, haben wir dann bei Toyota dieses System entwickelt, das Anti-Lack-System. Toyota hat es dann natürlich weiterentwickelt. Und ich bin dann zu Ford. Und da dachte er, warte dann, ja, aber Ford fängt damit an. Da sage ich, Ari, das kriegen wir auch hin. Wir müssen nur eins machen, Schritt für Schritt. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. So, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir den Motor mal entlaufen kriegen. Dann haben wir mal gesagt. Dann war der Ari mit dem Auto schnell und Boheim wurde aufmerksam. Dann kam praktisch der Motorsportchef von Ford, kam zu mir, also hier in die Firma und sagte, kannst du uns nicht mal helfen? Die sagen, der Vatan-Motor ist schneller wie unser Motor und was habt ihr da gemacht? Ich sage, pass auf, wenn du das richtig machen willst, dann machen wir einen Motor, weil der Carlos ist damals bei Ford gewesen, hat natürlich gepusht, sagte, holt den Norbert, der macht euch das. So, der rief dann an, ja, wenn von der Rallye, ja, sag ich, Carlos, ich kann dir nicht helfen, aber geht mal hin, aber Ladeluftkühler ist scheiße, der siehst du, dass der schon zu viel Gegendruck macht, macht mal einen Ladeluftkühler, messt mal das. Ja, tatsächlich, haben wir einen Ladeluft, war schon wieder ein bisschen besser. So, kannst du nicht so einen Motor mal machen, machen wir einen Vergleichstest in Boheim. Ja, gut, wieder fort. Okay, habe ich mit meinen Jungs hier, da haben wir den Motor gemacht, abgestimmt,
Da sind wir zu dritt nach Bohem gefahren, zweiten Weihnachtstag. Und den Motor da in Escort eingebaut, laufen lassen abends. Anderen Tag ging dann der Test los. Habe ich nur gesagt, guck, pass auf, wir nehmen ein bisschen Kraftstoff von uns mit. Ich weiß nicht, was die für einen Kraftstoff da hinten haben, da wir uns da nicht, dass da irgendwo so ein scheiß Blempe ist und wir haben dann eher ein Problem. Lass uns das gerade mitnehmen, 50 Liter. Aber legal, das war praktisch legale Rallye-Fuel, aber eben ein guter Kraftstoff. Ja, den haben wir dann hingefüllt. Ja, nachher wurde dann gesagt, ja, das hat dir nur daran gelegen, weil du anderen Kraftstoff gefahren hast. Weil ich jetzt halt doch nur so bekloppt. Ja, dann haben wir das Ding, den Motor eingebaut. Christoph Eddens sollte fahren. Der Christoph, der Ems saß im Auto drin, sagte, willst du mitfahren? Wir müssen nur hinten rumfahren, auch auf die Strecke nach Bohem. Da hinten ist die Teststrecke. Oh ja, das ist Quindorf, hieß er nicht Christoph. Quindorf Eddens, Quindorf. Ja, schön, wir können fahren. Fahren, da sitzt ein Auto drin, startet, fährt da im Bohem um das Gelände rum. Der guckt mich an. Was ich bin das? Was ist das? Haben wir ein Problem oder was? Nee, sagt er, was hast du gemacht? Man kann ja mit dem Auto fahren. Wie soll ich mit dem Auto fahren? Ja, der ruckelt nicht mehr, der stottert nicht, du kannst Gas geben, du kannst in niederen Drehzahlen fahren, du kannst irgendwo um die Häuser fahren, ohne dass da irgendwo das Ding stottert, schießt und knallt. Ja, sag ich, das ist doch normal, das ist doch mir noch betrüger. Ja, aber so ein Auto habe ich noch nie gefahren. So, der Quindorf dann die Teststrecke gefahren. So, gut, dann waren natürlich die Bohem-Ingenieure da, die ich natürlich auch kannte. Ja, da wurde ein Test gefahren. So, 100 Meter Beschleunigung, ein Kilometer Beschleunigung, Wendelkurs, alles drum und dran. Ich hatte natürlich den Motor so umgebaut, dass da andere Lader drauf waren. Ich hatte so praktisch einen Toyota-Lader eingebaut, mit anderen Abgasrohren, allem drum und dran. Den hatten wir schon gemacht, andere Saugrohr drauf gemacht. Ich kannte den Ford-Motor für die Rallycross-Leute, für den Macht in Challenge und die ganzen Norweger entwickelt, also ein spezielles Saugrohr. Das hatte ich da drauf gemacht auf dem Motor. Der Motor ging gut, er hatte wirklich über 300 PS und ein sehr gutes Drehmoment. So. Also komplett was anderes. Und dann sind die gefahren, ja. Und dann der Carlos dann da drauf, auf das Auto und alles drum und dran. Ich weiß nicht. Es war so deprimierend für die Bohem-Leute. Wir waren um einen Kilometer, weiß ich nicht, so viele Sekunden schneller, auf 100 Meter, so viel beim Bremsen, beim Rausbeschleunigen und was sie alles da gemacht haben. Motor lief. Ja, und was passiert auf der letzten Fahrt? Motorschaden. Ach, sag ich, das kann doch nicht wahr sein. Motorschaden, na klar. Da haben wir geguckt, oft gemacht, den Motor, ein neues Bläuel von Cosworth eingebaut, war gerissen, oben ein kleines Auge aufgegangen. Tja, scheiße, aber okay, gut, konnten den anderen Tag nicht fahren, also ich kann nichts machen. Was willst du machen, wenn ein mechanischer Fehler drin ist, der nicht bei uns liegt, das ist ein Materialfehler von Cosworth, das Bläuel ist aufgegangen, das sieht ihr doch selber hier, ist doch nichts. So. Ja, dann kieset, ja, dann ist der Malcolm Wilson, der war da, der hat das dann übernommen. Malcolm Wilson, das sollte dann vom Bohem weg zum Wilson. Ja, da ich Malcolm, ja, ich kann euch die Motoren machen. Ja, dachte, aber da habe ich kein Geld für. Ford bezahlt uns so schlecht. Willst du uns nicht irgendwo die Entwicklung verkaufen? Da ich, ja, ich hatte mit dem ausgehandelt, dass 250.000 kriegen wir für die Motorentwicklung mit allem drum und dran. So. Ja, aber den Lader kriegen wir nicht homologiert, das ist ja ein anderer Lader, aber das Saugrohr und die ganzen anderen Sachen, die du gemacht hast, die würden wir gerne übernehmen, können wir die haben. Da sage ich, ja, Ford hat dir das Geld bezahlt, gehört dir Ford. Ich kann dir nicht sagen, ich nehme wieder mit heim, wenn die Leute das bezahlt haben. Und dann haben die praktisch dann auf dieser Basis weiterentwickelt, den Turbolader haben sie natürlich nicht gemacht, aber sie haben dann praktisch ihre Motoren wieder selbst in England gemacht. Ja, dann war natürlich die Geschichte auch wieder zu Ende. Ja. Das war dann praktisch die Ford-Geschichte. So, SDW und alles drum und dran. So, mittlerweile waren wir im Jahr 96, das war die SDW-Sache. Da rief abends, weiß ich noch, im April, der Ove Andersen an. Wie der Toyota. Ja, Ove Andersen sagte, Ove, Norbert, hast du mal Zeit, vorbeizukommen? Wie sage ich, Ove, was ist denn? Ja, sagt er, ich muss mal dringend mit dir reden. Der Matsui ist auch da. Kann ich noch? Der Matsui war damals der Mann, der Verbindungsmann zu Japan hin. Wir möchten unbedingt mit dir reden. So, ja, es geht um Le Mans. Wir wollen Le Mans fahren. Toyota will unbedingt Le Mans fahren. Unsere Leute wollen einen Vierzylinder-Motor bauen.
Sag ich, Leute, hört auf, 14er Motor, sag ich, jetzt bitteschön, was wollt ihr denn, Le Mans mit 14er Motor? Ja, und die Japaner möchten ihren alten 8-Zylinder wieder einsetzen, von 93. Guck dir den mal an, was hältst du davon? Ich bin da runtergegangen. Gott, er ist ein Motor, aber war kein Motor, wo ich sagen würde, das ist jetzt High-End-Technik, also für Le Mans. Sag ich, der sieht ein bisschen schwer aus mit den Riementrieben da vorne, bisschen exotisch, also ob ich mich da drauf einlassen würde, zu schwer, zu hoch, zu groß, ob ich mich da drauf einlassen würde, weiß ich nicht. Ja, genau so habe ich gedacht. Ja, aber das ist schwierig. Schwierig, die haben schon angefangen. Kannst du dann so einen Motor machen? Ja, sag ich, oh, jetzt immer wieder da, weshalb ich weggegangen bin. Einen neuen Motor zu machen. Ja, wir brauchen einen kompletten neuen Motor. Aber 8 Monate. Ja, sag ich, 8 Monate ist wieder eine Herausforderung. Wir haben wieder April, sag ich, das habe ich schon mal hinter mir. Ja, kannst du nicht kommen? Ja, sag ich, oh, ich habe meine Firma oben. Ich muss das dann gucken, was mache ich denn da? Wie kriege ich das organisiert? So, dann haben wir dann organisiert gekriegt, die haben Opel in Bär bei der MES einen anderen Geschäftsführer gesetzt und haben dann weiterentwickelt. Und ja, sag ich, wenn ich dann Zeit habe, helfe ich und gucke da auch wieder drüber, weil die wollten dann auch die Autos einsetzen. Da waren sie dann nicht so schlecht. Die haben dann STW-Motoren gemacht und sind auch V8 Star gefahren da oben in Bär, hatte der Mönninghof. So, dann bin ich da rüber, habe dann da im April wieder angefangen. Da habe ich die Mannschaft da, teilweise kannten mich, teilweise waren alle Leute da, die da in der Konstruktion saßen, alles drum und dran. Und da war ein Theater. Das schaffen wir nie und jetzt einen neuen Motor machen und alles drum und dran. Da sag ich, Leute, sorry, ich habe in 8 Monaten nicht öfter einen Motor gebaut. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen müsste, da verzweifle ich mal dran. Wir müssen nur alle an einem Strang ziehen. Nee, das geht nicht, wir haben angefangen. Warum willst du? Nur Arbeit und wir können doch mit dem alten Motor. Ja, da ist klar, kann man mit dem alten Motor. Wollen wir nicht irgendwo ein bisschen besser sein und gewinnen? Und der Ober dann gesagt, so, Schluss, Ende der Diskussion, wir machen einen neuen Motor. Ja, das war natürlich... Immer hatte ich da, ich will den Namen nicht nennen, ist irgendwo in einer höheren Position gewesen, immer nur blockiert, immer nur, ich sage, jetzt hört auf mit der Scheiße, sage ich, komm her, damit ihr, dass ihr das nicht hinkriegt, vergebe ich den Zylinderkopf an meine alte Firma. Sag ich, da sitzt der Günther, der kann den Zylinderkopf machen, habt ihr das schon mal weg. Sag ich, da weiß ich, dass der Zylinderkopf klappt, das habe ich, der weiß, wie das geht, ich gebe ihm die Vorgaben, ihr macht den Block nur. So, da haben sie dann praktisch haben wir das so verteilt, die haben den Block gemacht, Unterbau gemacht. Und dann war im September auf dem Prüfstand und dann den Motor der erst nochmal gestartet. Und der Motor ist dann auch gelaufen und alles drum und dran. Am 23. Dezember hatten wir erste Test in Rekar. Dann sind wir dann mit dem ersten Motor dann aufgeschlagen, hatten aber ein bisschen Probleme. Wir hatten zweimal eine undichte Wasserpumpe. Konnten aber trotzdem einige Kilometer fahren und das lief auch gut. Der Motor hat auch von der Seite her für die 34 Restrictor, die mal da fahren konnten, knappe 600 PS für den Turbo mit dem Ladedruck, der vorgegeben war und einen recht guten Kraftstoffverbrauch. Also man war sehr zufrieden und hat dann angefangen, ja, was können wir jetzt, müssen wir weiterentwickeln noch bis Le Mans hin. 98, ne? Wir reden über Le Mans 98. Und das war aber eine Prototypenformel, sie mussten nicht in der Serie gebaut werden, nein, Motoren. Wir mussten zuerst noch, der Motor war frei, wir mussten aber ein Serienauto bauen. Ein Serienauto war damals gefordert. Eins, okay. Ein Serienauto wurde gebaut, hat wurde auch gebaut und dann in einem Jahr brauchst du kein Serienauto mehr. So, und dann sind wir praktisch 98 noch nach Le Mans gegangen und dann praktisch Le Mans gefahren. Ja gut, Result war, wir haben dann ein Problem gekriegt. Ganz zum Schluss haben also praktisch geführt, waren immer das schnellste Auto, sind dann praktisch ausgefallen mit den Unfällen. Ja, der Brandl hat einen Unfall, die Japaner sind irgendwo, glaube ich, noch zum Schluss Dritter oder Zweiter geworden. Hinter dem Porsche. Und wir haben dann praktisch in der letzten halben Stunde, letzte Dreiviertelstunde das Ding verloren, weil wir Getriebeöl. Wir hatten also die Probleme, wir mussten also das Getriebe wechseln.
aber nur das Cluster. Cluster ist praktisch der Einsatz mit den Zahnrädern, der konnte von Seite reingeschoben werden, musste zwar die Hinterachsaufhängung gelöst werden, aber das hat man in 4 Minuten geschafft. Also eine Runde hast du gut verloren, dann konntest du Getriebe wechseln, ein bisschen mehr. Das haben in 4 Minuten? Ja, ja. Das ist so unglaublich. Es war der Toyota GT1, ne? Ja, ja, ja. Da haben wir dann bis zur letzten Stunde gefahren und da muss irgendwo, haben wir Getriebeöl verloren, bei dem letzten Wechsel ist irgendwo, hieß immer, ich habe es dann nie gesehen, da ist ein O-Ring verloren gegangen und da hat sich Öl ausgedrückt. Dann haben wir das Getriebeöl verloren und dann haben sie gedacht, ja, sie kommen durch und haben dann praktisch immer noch mit der Lederpistole Temperatur gemessen. Aber du kommst gar nicht in den Bereich rein, das war nur das Gehäuse, das du gemessen hast. Ja, das ist okay. So, und war eine Dreiviertelstunde vor Schluss, war kein Antrieb mehr da, das ganze Zahnrad war weg. Also ohne Öl ging dann nichts mehr. Dann haben wir das, erste Jahr, sind wir, glaube ich, bin dann zweiter oder dritter geworden mit den Japanern noch. Porsche hat gewonnen. Und dann kam... Das war ein Riesenaufschlag. Ja, also da hat jeder gesagt, der GT1, wenn die es nicht schaffen, dann... Auch finanziell war das ein Riesenprojekt. Das war ja, so finanziell war es dann nicht mehr so groß. Ich weiß also von das Budget, das wir da hatten, das war nicht so extrem. Also war schon gut, man konnte damit vernünftig arbeiten. Also wie gesagt, das ist nicht so, dass ich jetzt sagen konnte, wir konnten damit nicht arbeiten. Absolut. So, dann haben wir dieses Jahr, dann machen wir 93, dann wird... Weil unser Problem war, wir hatten einen mechanischen Seilzug drin und dieser Seilzug hat sich gelenkt und damit ließen sich die Gänge nicht mehr richtig halten. So, und deshalb sind die Getriebe kaputt gegangen. Ja, dann haben wir dann 1999 den Anlauf genommen, ja klar, war natürlich Favorit, da war natürlich Mercedes da, Mercedes war damals auch da. Dann sind wir 99 dahin gegangen, waren wieder Favorit, Audi war da, Nissan war da, waren so einige Werke da. Der Hauptgegner war in dem Moment der Mercedes. Wir sind dann, ja, hatten unsere Motoren weiterentwickelt, wir hatten dann noch ein bisschen Leistung gefunden, also wir waren dann so knapp vor der 650, war schon sehr gut und einen sehr guten Spritverbrauch. So, dass wir dann praktisch sagen konnten, ja, normale Rundenzahlen waren 12, also mit Gewalt und ein bisschen kleines bisschen langsam hätten wir 13 Runden immer geschafft und damit waren wir natürlich fast eine Runde oder sogar 2 Runden besser wie die Konkurrenz. Mhm. Gut, die anderen Sachen sind ja dann bekannt. Der Mercedes hat ja dann zurückgezogen, weil sie da Probleme hatten. Oh, schade drum, wäre sicherlich ein interessantes Rennen geworden. Wir haben dann praktisch sind dann auch mitgefahren haben das Ganze, der BMW immer noch dann als Gegner da. Der BMW, den habe ich vergessen, der 12er, der wurde LMV 12. Ja, ja, der wurde da bei Williams entwickelt. Ja. Der Williams, also eingesetzt vom Schnitzer. Schnitzer, ja, genau. So, wobei ich im Charlie da noch einen riesen Lob aussprechen muss, weil ich hatte damals auch nie geglaubt, dass ein 24-Stunden-Rennen an der Box entschieden wird. Ja, das Rennen, ja gut, aber das Rennen, 24-Stunden-Rennen werden an der Box entschieden. Habe ich bis dato nicht geglaubt. So, jetzt weiter, wir sind ein Rennen gefahren. Nach etwa abends um 10 Uhr kommt der Brandl rein, wir waren vorne. Brandl, andere Auto wurde von Buzen gefahren. Buzen Kellner, ich weiß nicht, wer noch. Auf jeden Fall unser dritter Auto war Japaner. Japanisch besetzt, und dann kam der rein und ja, lässt sich nicht mehr schalten. So, festgestellt, ja, Hydrauliköl ist weg. Lässt sich nicht mehr schalten. Hydrauliköl aufgefüllt gefahren, 2 Runden war er wieder drin. Geht nicht. Lässt sich nicht mehr schalten. Dann festgestellt, gesucht und gefunden. Da war vorne in der Lenkung ein Simmering rausgeflogen. Der Sägering hatte 5-Euro-Artikel, wie das so schön ist. Da war die Nut nicht tief genug gestochen. Der Sägering war drin, aber hielt nicht. Hydrauliköl verloren, bis das man das mal gefunden hatte. So. Dann instand gesetzt, war aber dann irgendwo, weiß ich nicht, 10 Runden oder was zurück. Ja. Na gut, mir ist weitergefahren. Und dann hat er 2 Reifenschäden in der gleichen Runde gehabt. 2 Reifenschäden, einmal links, einmal rechts. Und ist dann so richtig auf dem Unterboden hergerutscht und hatte keinen Vortrieb mehr. Weil die 18 Zoller Reifen, die Felgen kamen nicht auf die Erde. Ja, okay. Ja, also kein Vortrieb mehr, Auto abgestellt. Ein schnelles Auto weg, der andere war der Buzen Kellners Auto. Und der Buzen hat dann in der Nacht noch geführt, aber das war immer ein Schlagabtausch zwischen uns und dem BMW. Das weiß ich noch. Dann habe ich gesagt, wir sind schnellstes Auto auf der Strecke und können uns trotzdem nicht absetzen. Was ist da?
So, wenn dann die Analyse war, ganz klar, der André Deckerdorf, vorher der Projektleiter, hat den ersten Gang inbauen lassen wegen dem Getriebeproblem von 1998. Da ging der erste Gang bis 170. Kann man sich ja vorstellen. In der Boxengasse, länger übersetzt. In der Boxengasse durfte 80 fahren, wie der da reinkam. So, bisschen länger übersetzt, weil er dann die Schaltstufen länger machen konnte, da der einfach Angst hatte, das Getriebeproblem kommt wieder. Okay. Ja. Wo wir verloren haben, war bei jedem Boxenstopp mit zwischen 5, 6, 7 Sekunden verloren. Wenn du gesehen hast, warum, die Jungs waren einfach besser aufgestellt, der kam rein, das Auto ging hoch, getankt, Räder gewechselt, in einem anderen System, wie wir Räder gewechselt haben. Dann beim Runtergehen sprang der Motor an, also automatischer Starter drin, die Hufthebe runtergelassen. Ach, der das automatisch gecheckt hat, ja, dass der war. Lief der Motor schon und dann ist der raus. Doch, bei uns kam man rennen, die gleichen Leute am Auto, du darfst ja nur 4 Leute am Auto haben, getankt und alles drum und dran. Reifenwechsel, ja, beim Reifenwechsel haben wir schon einen Fehler gemacht. Für meine Begriffe, die meinen immer noch nicht. Man hat praktisch die Reifen von vorne gewechselt und ist dann nach hinten gegangen. Und hat natürlich dann vorne einen Mann gehabt mit dem Lollipop, der dann dem Fahrer signalisiert hat, du kannst jetzt starten. Mhm. Aber so ein Fahrer, kann man sich auch reinversetzen, ja, sind jetzt die Leute vom Auto, kann ich das jetzt so? Der bessere Weg wäre gewesen, hinten Reifen wechseln, vorne und dem Fahrer zeigen, Reifen ist alles klar, mach dir keine Gedanken, du brauchst dich nicht zu konzentrieren, wenn der Lollipop hochgeht, wow. So. Dann kommt natürlich die Kiste zusammen, da man dann den langen ersten Gang drin hat. Runter, bumm, Auto abgewürscht. Ja, okay. Nicht einmal, mehrmals. Dann hat das Auto wieder gestartet. Du musst ja alleine starten. Aber dann waren wieder 2 Sekunden, 3 Sekunden entlang gegangen, dann wieder raus. So. Auf der Strecke waren wir dann wieder 1 Sekunde pro Runde, 1,5 Sekunden schneller. Aber man kann sich ja vorstellen, wenn du 6-7 Sekunden verlierst pro Runde, du kannst gar nicht mehr reinholen. Ne? Dann fährst du bis zur Hälfte des Rennens, bis zur Hälfte deines Stints, also die 12 Runden, bis du irgendwo wieder die Zeit reingefahren hast, die du beim Boxen verloren hast. Und erst dann kannst du wieder ein bisschen von deiner Zeit abknappen. Ja, klar. So, dann darf alles, muss alles 100%ig funktionieren. Gut, das haben wir dann immer noch geschafft. Wir waren immer wieder vorn. Und dann ist der Buzen abgeflogen, also man hat einen Unfall, der ist mit dem Porsche in der Porschenkurve, ist ja mit dem Porsche mit dem Stopp für die Serien, also Sportwagen. So, der hat ihn übersehen und der Buzen ist natürlich, weiß nicht, ich glaube mit 280, die Reifen starben drin. Da haben wir natürlich mir immer Gedanken gemacht, der Buzen hat auch ein paar Rippen, ein Wirbel gebrochen, haben wir ganz vorsichtig aus dem Auto rausgehoben und dann die Strecke gefahren und so morgens um 7 Uhr gab es dann eine Warnung, alles drum und dran, Buzen, alles, oder vorher gab es schon eine Warnung, Buzen ist okay, dann hatte man die Japaner noch. Die Japaner fuhren, der Nakajima fuhr und zwei andere, Suzuki und der andere Kataya. Ja. Der André kam dann zurück. Och, der war, glaube ich, mit im Krankenhaus. Ich weiß nicht mehr, ich meine schon. Der sagte, Mensch, die sollen doch Gas geben. Wir können, die haben die Chance noch zu gewinnen. Der BMW war nicht so weit weg. Wenn der Gas gibt, haben wir die Chance noch zu gewinnen. Dann ist das eine Auto, das Leder-Auto ausgefallen. Denn der ist Verstappe abgebrochen und da war nur der zweite da. Und da war, glaube ich, eine halbe Runde Unterschied. Zu dem Zeitpunkt mehr. Aber mehr zum Schluss. Und die Japaner gepusht. Nein, wir fahren nicht schneller. Wir fahren unter Stint, wir haben unseren Rhythmus, wir fahren nicht schneller. Wir wollen das Auto ins Ziel bringen. Ja, ist ja gut, wenn das Auto ins Ziel bringt. Aber ihr könnt doch ein bisschen schneller fahren. Nein, das geht nicht, wir fahren nicht. Dann gepusht. Ja, dann fragt einer, darf ich dann im Auto singen? Hä? Ich weiß nicht. Ja, du darfst singen, du darfst alles machen. Du kannst auch im Auto tanzen, wenn du normal fährst. Okay. Aber gib Gas. Gib Schub. Da haben wir dann gehört, hat er im Auto rumgesungen. Der zweite sagt, den mussten wir dann nach dem Boxenstopp stand schon einer mit 2 angezogenen Zigaretten da. Der musste dann, der wurde dann mit Zigaretten versorgt. Die haben dann Gas gegeben, der dritte Fahrer war auch dann schnell, hat durch schnell zur Runde gefahren, alles drum und dran. Wir hatten den BMW wieder, waren auf Schlagdistanz zum BMW. Und der BMW musste nochmal reinkommen, wir nicht, also hätte man das Rennen nach Hochrechnung knapp gewonnen. Und was passiert? Da gab es einen privaten, ich möchte ja einen Prater wem BMW von dem Chair, das war ein Bankier. Thomas Chair, er war auch schon bei mir zu Gast. Ja. Mhm. Der hat dieses Auto gefahren und hat natürlich einen Unfall mit dem Ugyo Katayama gehabt. Mhm. Und
Ich erzähle doch nicht weiter und sage doch nichts, aber jeder kann da riechen. Ja, der Uki musste reinkommen, musste nach den Reifen nehmen und da haben wir praktisch das Ding sind dann Zweiter geworden, aber da, wenn der Reifenwechsel nicht gewesen wäre, hätten wir das Rennen gewonnen. So sind wir dann in Le Mans nochmal gescheitert, da waren wir Zweiter. Vom Dritten sind wir dann, glaube ich, Zweiter geworden. Ja, dann hieß es 2000, wollen wir nochmal fahren? Da sag ich, ja, vom Motor her ist das kein Problem. Aber es gab ein neues Reglement. Das Auto durfte man umbauen, weil das Auto musste nicht mehr vorgeführt werden. Das war so ein reiner Prototyp. Die Kanzel, also der Cockpit wurde alles enger, Fahrer in die Mitte gerutscht. Auto kleiner, höher, also aerodynamisch komplette Änderung. Und aerodynamische Änderung hätte bedeutet neues Auto. So, und dann ist entschieden worden, ja, das schaffen wir nicht, weil zum gleichen Zeitpunkt entschieden wurde, man macht Formel 1. Von der Motorenseite hätte man es geschafft, wir hätten kleine Änderungen gemacht, wir hätten vielleicht noch ein bisschen, paar PS gefunden, ein bisschen besseren Spritverbrauch, aber der war sowieso schon okay, also von der Seite her war es kein Problem. Nach Le Mans wurden wir nach Toyota bestellt, der Ove Andersen, André und ich mussten darüber. Ja, und uns dann mitgeteilt, ja, pass auf, ihr habt das so super gemacht da, Le Mans, alles toll und sehr zufrieden und super, wir wollen Formel 1 machen. Das Auto soll in Köln gebaut werden, auch die Motoren, alles soll in Köln gemacht werden. So, ja, traut ihr euch dazu und alles drum und dran. Ja, sag ich, gut, klar, Formel 1 haben wir natürlich auch noch nicht gemacht. Wir brauchen sicherlich da, wir schaffen das schon, wir brauchen sicherlich Verstärkung in der Richtung, da man nicht einfach zu viel lange Zeit brauchen, um das aufzuholen. Die anderen fahren schon länger in der Formel 1 rum. Wir sind dann neu. Ja, aber wir können das machen. So, dann wurde dann entschieden, ja, wir machen das. Der André sollte das Auto bauen, ich sollte den Motor machen. Das war dann, ja, das war irgendwo auch wieder in der Sommerzeit, ich glaube September oder was, wurde das entschieden. Aber vorher wurde schon bekannt gegeben, wir machen das, wir können also Leute einstellen und alles drum und dran. Wie viele Leute hatten Sie da oder wie viele Leute haben Sie gebaut? Jetzt kommt die andere Geschichte. Okay. Leute, macht euch mal Gedanken, wie viele Leute wir brauchen. Ja. Ich bin da hingegangen. Ja, gut, wie viel brauchst du denn da jetzt? Da die Designlinie, Block, Kopf, der muss das machen, der muss das machen. Okay, kommen wir auf die Seite dann. Design, Entwicklungsingenieur, so und so viel. Ja, Mechaniker, das brauchen wir noch. Und das, ja, dann Leute, die sich um die Elektrik, um das und das kümmern. Da hast du dann eine Spalten gehabt, hast du dann zusammengezählt. Ich weiß heute noch, ich habe da gesessen. 85 Leute. Musste dann hoch zu dem André und zu den anderen, also der war Projektleiter, der André Decker da ist und der Ove und die Japaner. Ja, da ist so und so. Um das einigermaßen zu machen, brauche ich 85 Leute. Wie viel hatten Sie bis dahin für alles? Nee. Ja, für Le Mans. Le Mans? Le Mans hatten wir, was hat man da? 30 Leute. 30, okay. Ja. Also mal 55 mehr ungefähr. Ja, 55 mehr. Ja. Na, Le Mans haben wir auch einen neuen Motor gemacht. Ja, okay. War, denke ich, 85. Ja, fast ja alles doppelt besetzt. Komme ich da oben auf? Wie viele Leute hast du denn, Norbert? Ja, ich denke, mit 85 Leute kommen wir hin. Wie? 85 Leute kommst du hin? Ferrari oder ich glaube BMW war schon drin zu der Zeitpunkt. Die haben 150 Leute in der Motorenabteilung und du willst damit 85 schaffen? Ja, sag ich, Leute, ich weiß nicht. Ja, wenn man zwei Motoren unterschiedlich, dann brauchst du zwei Mannschaften, sag ich, aber das haben wir auch nicht. Nee, so kann nicht sein. Du willst hinkommen, überarbeite das nochmal. Ja, denke ich, ja gut, überarbeite das nochmal. So. Ja, aber ich kann doch keine drei Leute an einem Block arbeiten, können doch keine fünf Leute am Zylinderkopf arbeiten und so viele Entwicklungsleute brauchst du auch nicht. Das ist alles, ja, im Endeffekt kam dann raus, du hast fast eine Doppelbesetzung da. Ja, habe ich dann mal eingereicht, da war ich bei 135. Womit waren wir dann einverstanden? Ja, ich sage nur so, nur das Problem war eben, du hast die Leute nicht gebraucht. Die Leute waren da,
Und dann doppelt. Die konnten aber nicht doppelt an einem Zylinderblock arbeiten. Einer muss jetzt Vorgaben, der andere muss umsetzen. Oder der kann so nicht zwei Mann an einem Zylinderkopf arbeiten. Oder einen Kolben mit drei Leuten zeichnen. Oder irgendwas machen. Oder eine Entwicklungsarbeit machen. So, Prüfstandtaste nur so. Und finde gut, die Prüfstände haben wir neu gekriegt. Man hat dann 5000 Prüfstände gebaut. Am Geld hat er bei uns damals wirklich nicht gelegen bei Toyota. So, du brauchst für den Prüfstand Leute. Alles drum und dran. Ja, die brauchtest du. Aber das war fast alles so, dass du fast überall eine Doppelbesetzung hast. Auch so bei den Mechanikern. Ja. Und das Problem ist natürlich, wenn du so viele Leute hast in dem Moment, ja, wer darf dann? Wer ist denn jetzt der Erste? Wer ist der Zweite? Da gab es dann auch sehr, sehr viele Reibereien. Das war also oft schlimmer, die Reibereien in der Mannschaft zu lösen, wie das technische Problem. Wer darf, weil der eine mit dem anderen nicht konnte und der mit dem nicht und wieso darf der Maler anrufen? Ich bin aber noch Entwicklungsingenieur. Wer macht er denn jetzt? Ja, sag ich, Leute, bitte. Ihr seid doch alt genug. Wir haben hinten einen Besprechungsraum. Dann setzt euch zusammen, geht dahin, du als Konstrukteur, du als Entwicklungsingenieur und sprecht mit den Leuten, wenn er irgendwas wissen will. Ja. Und wenn dann die Entscheidung kommt, machen wir das sowieso. So. Wir haben uns dann noch verstärkt mit dem Luca Mamorini. Der kam damals von Ferrari. Dann hat man noch den Fabrizio Fabri, der war auch, kam auch von Ferrari, war für die Materialienentwicklung verantwortlich, weil da gab es auch Probleme. Da hatten die Franzosen das Sagen bei den Italienern, bei Ferrari im Moment. Und da gab es auch wieder so. Und der Luca jetzt dann mit dem Fabrizio, die dann zu uns kommen, die haben wir dann praktisch eingestellt, den Luca als Entwicklungsingenieur, also für den Verantwortlichen und den Fabrizio für die ganzen Sachen. Dann haben wir den Max de Novilis noch gehabt, der war von Mercedes, der ist von Mercedes gekommen und von Ilmor dann. So, und da hat man dann so unter Gerippe stehen von den Leuten her und haben dann angefangen. Angefangen haben wir mit dem André besprochen, ja, was machen wir dann für Motor rein? Tendenz geht zum 10-Zylinder, 12-Zylinder, wäre man nicht so viel schwerer, wenn länger, klar, aber wir werden noch sicherlich ein bisschen mehr Leistung haben. Sagte André, mein Auto gibt das her, ich mache sowieso ein bisschen größeren Radstand, macht einen 12er. Also wenn ihr wollt, könnt ihr einen 12er machen. Ich stehe nicht auf einen 10-Zylinder-Motor. Ja, dann, ach so, ja, der Axel Wendorf kam dann auch noch dazu, der war auch Mercedes, der war dann für das Design verantwortlich. Dann haben wir dann angefangen, ich weiß noch, im Dezember. Wir hatten noch Professorium da, wir hatten noch nicht alles neu gebaut bei Toyota. Da kam ein Anruf, ich weiß nicht, wer mich angerufen hat, ob der Owe war oder der André. Die FIA hat verboten, da selbst die Motoren verboten. Waren Sie schon in der Entwicklung? Ja, ja, wir haben Zeichnungen fertig, wir wollten die Gießerei. Okay. Zeichnung, Motor war fertig gezeichnet, alles fix und fertig. Wir wollten den nächsten Tag in die Gießerei gehen. Oder hatten schon die mit der Gießerei gesprochen. Wir wollten also loslegen. Ja. Später haben wir erfahren, dass Ferrari da interveniert hat. Die hatten auch immer 12-Zylinder-Motoren und mussten dann einen 10-Zylinder-Motor bauen müssen. Klar, mit einem 10-Zylinder ist schon ein bisschen Kompromiss. Aber man muss da auch an das Auto denken. Ein Kompromiss musst du immer bei allem machen. So haben wir gesagt, okay, gut. Wenn dann eben nicht so ist, dann müssen wir einen 10-Zylinder bauen und haben dann umgeswitcht im Dezember. Ja, und haben dann praktisch den 10-Zylinder-Motor gebaut. Also kann man einfach hinten 2 Zylinder abschneiden und ein bisschen was an der Kurbelwelle machen? Die Zylinderwinkel waren anders. Es ist ein komplett anderer Motor. Die Bohrungen waren größer, Hupfer war ein bisschen größer, alles war eben kürzer. So. Okay. Und dann haben wir natürlich angefangen, an den 10-Zylinder-Motor gemacht. Den 10-Zylinder-Motor haben wir dann, ich weiß gar nicht mehr, haben wir laufen lassen. Das war auch alles so weit okay, gab keine Probleme. Motor lief an für sich ganz gut, also ohne Probleme. Da haben wir weiterentwickeln müssen, ist klar. Aber Leistung war auch ganz anständig. Wir haben nur einen Fehler gemacht. Wir hatten den Motor entwickelt mit einer größeren Bohrung. Das weiß ich heute noch. Da kommt der Luca von Ferrari und sagt, Leute, das funktioniert nicht. Bei Ferrari haben wir getestet. Man hat eine gewisse Bohrung, 96, kriegen wir Aussetzer. Die Aussetzer haben wir nie richtig weggekriegt. Also das ist der Brennraum, das passt nicht. Ja gut, okay. Ja, was machen wir? Haben wir den Motor natürlich auf dieses Maß angepackt, auf diese 95,4 haben wir dann gemacht. So, dann gefahren, Motor wie gedacht, okay, alles kein Problem, also keine Aussetzer, kein gar nichts. Ein bisschen Probleme hatten wir, weil wir einfach an unsere Ingenieure nicht aufgepasst haben. Wir hatten so ein paar Kolben
Probleme, wo dann mal alle sagt, ja, das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Wieso, bei anderen haben wir das nicht? So, unsere Leute hatten einfach nicht aufgepasst und hatten nicht richtig abgestimmt, den Motor. Und das haben wir dann auch rausgefunden, haben wir dann auch erledigt. Die Zündung war auch zu früh. Und dann haben diese Sachen gehalten. Wie gesagt, dann sind wir auch die ersten Tests gefahren. Alles drum und dran war okay. Gut, war dann noch ein bisschen ernüchternd. Der André hat natürlich wieder, wollte was Spezielles bauen mit Carbon-Getriebe und allem drum und dran. So. Und das Auto war, naja, eben nicht das Beste. Motormäßig waren wir zwar nicht den besten Motor, bestimmt nicht, aber wir waren unter den Top 3 waren wir schon. Ja. So, das ging auch, das ist auch das, was wir gesehen haben. Aber wie gesagt, Auto war eben nicht auf dem Stand, den wir gerne hätten. Oder den Toyota gerne gesehen hätte. So, und dann gab er natürlich Ärger mit dem Decker draus. Und dann kam der Owe und sagte, ja, aber was machen wir? Wir kommen mit dem anderen nicht mehr klar. Kennst du keinen, der so ein Auto bauen kann? Doch, sage ich. Am besten nimmst du einen Entry-Ui. Ja, sag ich, Leute, investiert in einen guten Mann. Ja, was kann man nicht? Und die Japaner, da verstehst du manchmal die Mentalität nicht. Die Japaner haben sich damals beim Bernie Ecclestone entschuldigt, dass das Auto nicht gut genug ist. Aber sie konnten noch kein, sie könnten noch kein besseres Auto bauen, weil sie wären noch nicht so weit von der ganzen Sache her und sie könnten keinen Top-Fahrer einstellen, weil man einfach noch nicht so weit ist. Haben sich bei Ecclestone entschuldigt. Ja, ja, entschuldigt, das ist wirklich wahr. Weil hieß, ja, Moment, dann bemüht euch darum, einen Top-Fahrer. Nein, wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit, da wir einen Top-Fahrer, wir können dem Top-Fahrer noch kein Top-Auto bieten. Witzige Einstellung, ne? Ja, das ist eine Einstellung, da musst du mal mit leben. Und vor allem mit diesem riesen Budget, also die haben das größte Budget im Fahrerfeld gehabt. Das ist so gewesen. Das ist so gewesen, so war ich, hier stehe, weiß ich das. So. Und dann, ja, Gustav Brunner. Ja, ich kenne den Gustav, sage ich, aber erwarte nicht so viel von Gustav Brunner. Der wird höher gehandelt, wie er mit Minardi und alles drum und dran, wie er in Wirklichkeit ist. So, wir hatten aber keine andere Möglichkeit, es gab keinen, und Toyota wollte keinen anderen, dann haben wir mit dem Gustav Brunner angefangen, ein Auto zu bauen. Ja, das Auto war dann eine ganze Ecke besser, aber war immer noch kein Auto, kein Top-Auto. Ja. Und dann gab es ja das Problem der Untersuchungen bei Toyota. Da hat ja dann praktisch Ferrari interveniert. Ja, da wären Sachen von Ferrari zu Toyota gegangen. 2003 war das, ne? Jo. Ja. Naja. Okay, brauche ich mich weiter nicht zu äußern. Dann hat der Gustav dann das Auto gebaut. Und dann kam eine Änderung. Dann hieß es auf einmal, ja, das Auto funktioniert nicht. Das geht nicht richtig. Dann habe ich jetzt mal Kopf gepasst. Dann hieß es auf einmal, ja, pass auf, wir machen ein Meeting. Dann sagten die Japaner, ja, pass auf, du und der Keso. Keso war der zweite Mann, also mein Mann, Mitarbeiter, der Verbindung nach Japan gemacht hat, wegen den Motoren. Er geht jetzt in die Chassis-Abteilung. Wie? Sag ich, in die Chassis-Abteilung. Ja, ihr seid Manager und als Manager müsst ihr praktisch das können. Ihr müsst da praktisch die Sache neu organisieren. Ihr müsst da die Sache in die Hand nehmen. Weißt du, Leute, sorry, ich bin Motorenmann. Ja, als Manager musst du das können. Als Manager musst du das können. Ja, sind jetzt komplett neben der Kappe. Ja, sag ich, Leute, ich brauche mindestens 3-4 Jahre, bis dass ich da top bin. Beim Motor weiß ich, was geht, was machbar ist, was geht. Da sind wir auch top. Ja, Motor ist ja auch top. Läuft ja alles, ist kein Problem. Das kann dann der Luca weitermachen, das ist kein Problem. Da ist alles organisiert, die Struktur stimmt. Da haben wir kein Problem. Aber im Chassis haben wir ein Problem. Da denke ich, Gott, nee. Was machst du? Ja, meine Frau hier gesprochen, da ist jetzt so ein Motorenmann, setzen die jetzt in Chassis und soll die Leitung von den Dingen entwickeln. Ja, im Endeffekt wäre das der Technikdirektor gewesen. Ja, ne? Ja, nein, nee, wir waren dann zusammen. Der Technikdirektor war neu. Der Technikdirektor ist aus Japan gekommen. Der wurde dann eingesetzt. Der kam aus der Serie. Ja, okay. Der hatte überhaupt keinen Dunst von Motorsport. Der wusste überhaupt nicht, was damit ging. Ich sage, Leute, das geht nicht, was wir hier machen. Doch, das ist okay.
Wir machen das. Du gehst mit an die Strecke und der Keso soll hier gucken mit dem Bus, ob er das hier intern geregelt kriegt. Ja. Gut, dann haben wir die Mannschaft alles wieder neu aufgestellt. Die Renningenieure, bin dann mit raus an die Strecke gegangen. Ja gut, viel helfen konnte ich den Jungs natürlich da auch nicht. Vom Fahrwerk her, von allem drum und dran. Okay, wir haben dann natürlich mit den Leuten gesprochen, ja, eine Entscheidung getroffen und dann, ja, so machen wir es richtig. So. Deine Entscheidung, da haben wir mit den Michelin-Leuten gesprochen, da weiß ich heute noch. Der war damals Entwicklungschef bei Michelin, ist heute bei Toyota. Ja, pass auf, Norbert, wenn ihr von den anderen Fahrern mir alle ein bisschen mehr Sturzänderung in der Hinterachse, dann habt ihr da ein bisschen mehr Grip. Würde ich dir empfehlen, lass das zurück, Meeting. Leute, pass auf, Michelin sagt, damit wir ein bisschen schneller werden, macht eine andere Änderung, eine Sturzänderung an den Hinterachse. Das ist ja auch kein Riesenproblem, wenn die oben die Brücke. Und da kamst du auf Widerstand. So, der Gustav war gar nicht. Nein, das passt so, Ferrari fährt okay. So, brauchen wir nichts zu machen. Das heißt, Leute, wenn Michelin sagt, unser technischer Direktor, der Herr Caruso, der weiß auch nicht, der kann uns da auch nicht helfen. Also der sagt dann auch, ne, das muss nicht unbedingt sein. Da sage ich, Leute, was machen wir denn hier? Was machen wir hier? Wir kriegen von Leuten geholfen, wie Michelin, die halbe Feld ausrüstet und die sagen, und wir machen das nicht. So verzwickt wurde die Situation da in dem Chassis drin, dass wir dann praktisch mehr oder weniger, haben wir dann die Saison, ich weiß nicht, zu Ende fahren. Und dann hieß es aber immer, ja, der Mike Gascoigne kommt. Der war damals bei Renault und war, glaube ich, beim englischen Team damals. Und der hat ein halbes Jahr Sperrfrist und kam dann so. Und dann haben wir mit dem gesprochen, alles drum und dran, so und so und so. Aber wir haben uns nie verstanden. Die Chemie hat einfach nicht gestimmt. Ich musste Ihnen ganz ehrlich sagen, wie der sich oft gepustet hat und was er alles machen kann und wie doof der Mann war. Ich habe noch nie so einen doofen technischen Direktor gehabt, der keine Ahnung hatte, wirklich keine Ahnung, ein bisschen nur nachgeplaudert hat und auch irgendwo wieder andere Informationen hingezogen hat. Ja. Und ja, mir kommen einfach menschlich auch nicht klar. Ja. Das war nichts zu machen. Und dann habe ich schon gesagt, das musst du dir nicht antun. Du musst nicht für dumme Menschen arbeiten. Das muss nicht sein. So, und dann haben wir dann einen Auflösungsvertrag gemacht und dann bin ich 2004, am Ende 2004 ausgeschieden. Habe dann praktisch auch eine Abfindung gekriegt und habe dann hier auch ein halbes Jahr Sperrfrist gehabt. Denke ich, na gut, was machst du? Mal gucken, mal wird es irgendwo. Und dann war es eben so, dann kam ein Bekannter, der Wladimir Reichlin, der war ein Russe, der hat auch, also ein Auswanderer, Deutsch-Russe, der hat dann bei Toyota auch gearbeitet. Er kam dann und sagte, Norbert, hast du nicht Lust, mit Biber zu machen? Sag ich, Wladimir, was willst du machen? Ich will einen Flugmotor bauen. 12-Zylinder Diesel. Ja, okay, das ist ganz anderes. Ja, jetzt sagst du, bist du verrückt, dann willst du mal einen 12-Zylinder Diesel. Doch, doch, doch. Du wirst sehen, 12-Zylinder Diesel wird gebraucht. Sag ich, Wladimir, komm mal auf, bitte. Das ist aber komplett was anderes. Ich, da muss man sehen, dass wir maximale Leistung kriegen. Hier brauchen wir auch Leistung. Hier müssen wir dauerhafte Haltbarkeit kriegen. Ich sagen, ein Flugmotor, der kann ja nicht da oben, kannst du nicht rechts ranfahren. Sag ich, im Rennauto hast du eben Pech gehabt, du fährst da rechts ran. Ja, dann habe ich dann angefangen, so ein Mockup-Modell gemacht. Der ist in Ausland gegangen, auf die Ausstellung und hat dann Geldbibel gefunden und dann habe ich angefangen mit dem 12-Zylinder Dieselmotor. Den haben wir dann auch, der läuft heute und fliegt heute. Da hat Zulassung, EASA-Zulassung, alles haben wir gekriegt. Mhm. Motor wird auch heute abgebaut. Ah, das hat sich natürlich auch sehr, sehr, sehr schwer getan. Wenn so mit einem neuen Flugmotor, der Motor hatte, war dasselbe. Den Motor hatte man in einem Jahr fertig. Mit einer guten Mannschaft lief der in einem Jahr. Aber dann die Zulassung zu kriegen, da haben wir dann doch irgendwo 3 Jahre, 4 Jahre für gebraucht, bis das der EASA zulassen war. Wobei der Motor nicht geändert wurde, aber die ganzen Beschreibungen, die ganzen Tests, die man machen muss, Dauerläufe, Brandschutz, Wassertest, Zylinderausfall simulieren, also mit 11 Zylindern fliegen und die ganzen Sachen machen. Das hat natürlich irgendwo sehr viel Zeit gekostet. Muss man natürlich alles beschreiben, muss das alles bei der EASA reichen, muss dann deine ganze Firma strukturiert arbeiten lassen, Beschreibungen und alles bis aufs kleinste Detail, bis zum I-Punkt-Journal musst du alles brechen und kriegst jedes halbe Jahr ein Audit von denen, ob du auch so arbeitest. Ja, da haben wir dann den Motor entwickelt. Ja gut, der ist jetzt zugelassen, fliegt doch in der Jack 152. Da gibt es auch im Internet Bilder, also Akrobatik. Wir haben dann den Motor umbauen müssen. Okay, mit dem Diesel.
Ja, ja, auf Akrobatik, okay. Der musste also, war gefordert, eine Minute musst du im Rückenflug fliegen können. Mhm. Ah ja, stimmt, mit der Schmierung und so. Ne? Natürlich, du musst natürlich auch deine Ölversorgung dementsprechend, klar, so spezielle Tanks, also deinen speziellen Öltank auslegen, dass du praktisch das auch schaffen kannst, dass du wirklich auch die Ölversorgung sicherstellst mit Absaugung im Zylinderkopf und. Die ganzen wurden dann gemacht und wir haben dann auch geschafft. Der Motor hat praktisch die Sachen da bestanden hat. Das wurde gefordert und das konnten wir auch praktisch dann machen. Ja, dann war es eben so. Die Zeit geht weiter. Dann war ich irgendwo 65 und habe dann gesagt, okay, irgendwann musst du ja einfach mal aufhören, Junge. Das ist ja, dann bin ich dann ausgestiegen. Ja, und jetzt mache ich hier meine eigenen Sachen. Jetzt ein bisschen für mich. Ja, mein Oldtimer aufgebaut, habe mein Ascona A aufgebaut. Komplett neu, bis zum blanken Blech mit allem drum und dran, steht in der Garage. Und jetzt bin ich dabei und baue noch ein paar andere Opel. Also ich war immer ein bisschen ein Opel-Fan, weil ich als Jugendlicher, meine ersten Autos waren eben Opels. Ja, und da habe ich dann praktisch, da bin ich jetzt noch einen neuen Opel-Motor. Da haben wir die Zylinderköpfe nachgegossen oder gießen lassen. Ich habe dann ein bisschen unterstützt dabei und bin jetzt den ersten Opel-Motor, also als 400 am Aufbauen, am Testen und hoffe, dass wir da schon ein bisschen weiter über die 300 PS kommen. Da haben sich schon ein paar Stellen gefunden, was man verbessern kann. Ja, tatsächlich. Ja. Aber der Motor, muss man sagen, die Basis ist nicht schlecht. Die Basis von dem Opel-Motor ist sehr gut. Und dass die nicht mehr daraus gemacht haben, verstehe ich nicht. Also den als Formel-2-Motor, die mussten die BMW im Sack haben. Aber wie gesagt, das hat damals keiner verstanden. Das ist aber so. Aber die Basis von dem Opel-Motor ist nicht schlecht. Hätte man sie gebraucht. Vielleicht. Nein, jetzt haben wir den. Ja, aber die hatten das ja schon. Aber die haben damals Rallye gefahren und haben sich da auf die Rallye konzentriert. Aber da haben wir da einen guten Rundstreckenmotor rauszumachen. Wäre damals schon möglich gewesen. Oder Formel 2. Also 2 Liter, das war schon möglich. Haben sie auch gebaut, aber irgendwo haben sie dann doch nicht richtig durchgezogen, weil die Basis von dem Motor ist nicht schlecht. Ist wirklich gut. Was war für Sie rückblickend der anspruchsvollste Motor? Ja, anspruchsvoll. Gut, Le Mans war schön. War auch gut. Gut, anspruchsvoll ist natürlich in dem Moment der Formel 1 Motor. Ja. Klar, das ist das so das Highlight, aber Gott, die anderen Sachen darf man ja dann noch nicht vernachlässigen. Bei Zackspeed, ich sage ja immer, das ganze Leben ist Erfahrung. Hättest du die Chance, heute nochmal den Motor zu machen, würde der anders aussehen. Ja. Würde auch vermutlich besser sein noch. Klar, sicherlich. Also auch weil es ein Vierzylinder, also trotz Vierzylinder, wenn sie es anders machen. Ja, ein bisschen anders würde ich schon machen. Okay. Aber das ist eben die Erfahrung, die man hat. Das Leben ist alles, das ganze Leben ist Erfahrung. Mhm. So, und zu dem Zeitpunkt wussten wir eben nicht anders. Da war eben nicht mehr möglich, weil die Erfahrung hat das nicht. Heute, wenn jetzt jemand so sagt, ja, ich habe jetzt 40 Jahre Motoren gebaut, dann hat man doch das eine oder andere doch noch selber dazugelernt. Und wie sagt man so schön? Jeder Tag ist ein Schultag. Und jeden Tag lernst du immer noch was dazu und sagst, ja, verdammt nochmal, das ist doch richtig, das ist doch gut. Mensch, das ist eben so. Man hat jeden Tag, lernen wir was dazu. Wie gesagt, der Goldie sagte immer, jeder Tag, every day is a school day, not every day is Christmas. Ja, das ist so der. Das ist aber schön, wenn man das mit fast 70 noch sagen kann, dass man immer noch was dazulernen kann. Und ihr wissen, wird ja auch gebraucht bei dieser Balance of Performance. Ne? Gut, die Balance of Performance, da bin ich dazugekommen, das war 2008. Da war ich dann schon bei dem Flugmotor dran. Da rief der Klaus Ludwig mich an. Klaus Ludwig hatte auch immer ein gutes Verhältnis zu, haben wir heute noch. Der rief mich an, der Peter Geisecker. Ist jetzt verstorben. Mhm. Peter Geisecker war Mr. 24-Stunden-Rennen oben am Nürburgring. Der möchte mal mit uns sprechen. Und da bin ich dann das erste Mal, habe ich den Peter Geisecker getroffen in Köln. Sagt der Norbert, ich will keine Porsche-Meisterschaft auf den Nürburgring haben. Will sagt später, wie Porsche? Ja, da kann doch nur ein Porsche gewinnen. Ja, sagst du, recht hast du. Kann nur ein Porsche gewinnen, weil das einfach vom Konzept her, das Konzept war damals, da gab es die zwei Klassen oder die großen Klassen, dann mal die 4 Liter und einmal die größer. Und der Porsche war vom Auto her leicht, guten Spritverbrauch und konnte dann praktisch mit die dann damals fast 12 Runden fahren können mit ihrem Sprit. Mhm. So, und die Großmotoren, Volumenmotoren, die dann da mitfuhren, BMW oder irgendwas, die dann über die 4 Liter rauskamen oder größere Motoren bis dann 6 Liter, ja, die hatten ein bisschen mehr Leistung, mussten aber auch schwerer sein
und hat einen höheren Verbrauch. So, und wenn ich jetzt irgendwo 2 Runden länger draußen bleiben kann über die Distanz hin und bin praktisch von der Distanz her genauso schnell, so, dann hast du keine Chance zu gewinnen. So, das war schon damals eine Porsche-Meisterschaft. Und da sagt der Ludwig, ja, die sind auch zu schnell, die müssten wir ein bisschen einbremsen, da müssten wir Restriktoren vorsehen für die Autos. Kannst du da mal mit einem Konzept machen? Ja, da haben wir dann angefangen, habe ich dann ausgerechnet, ja, wo wollen wir dann hin? So, ja, so die Basis sollte sein um die 500 PS für die Motoren. Die hatten damals ein bisschen mehr und haben dann angefangen mit Restriktoren. Und dann natürlich dann das Problem gehabt und dann gesagt, ja, aber im Nürburgring haben wir noch ein anderes Problem. Da bleibt der Porsche immer noch 12 Runden draußen. Der andere muss nach so und so vielen Runden reinkommen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann können wir doch eins machen, wir lassen sie nur so und so viele Runden fahren. Ja, aber dann haben wir wieder das andere Problem, der Kraftstoffverbrauch. Der tankt ja viel weniger nach. Ne? Der tankt viel weniger nach. Dann haben wir dieses Problem, dass er wieder einen Vorteil hat. So, dann sind diese Tankern eingeführt worden, damit dann praktisch die Durchflussmenge begrenzt hat. So, die dann sich später auch rausgestellt haben, da gab es auch Riesenprobleme mit. Wir hatten 2x Feuer, das war aber nicht ein Tank dann, wie ein Tank dann, das waren menschliche Fehler, die da passiert sind. Aber das ist eben ein Risiko. Das zweite Problem war, diese Tankkarten wurden so modifiziert von den Jungs, nicht die Tankkarte selber, sondern im Tank drin, dass die es geschafft haben, 10 Liter Sprit bestimmt 5-6 Sekunden schneller reinzukriegen. Also durch Saureffekte im Tank drin haben die es geschafft, dass wir jedes Mal unsere Sachen nachregeln mussten. Das war dann aber natürlich eine Riesenarbeit, jedes Mal abtanken. Dann standen Spione, die anderen gestoppt. Aber der BMW kam 3 Sekunden, ist schneller beim Tanken fertig wie mir. Oh, ihr müsst ihn wieder nachregeln. Ja, das haben wir dann natürlich gemacht. Ja. Und dann haben wir natürlich irgendwo das Feuer gehabt. Ja. Dann haben wir gedacht, ja, wir müssen irgendwo eine andere Lösung finden. Was können wir denn da machen? Ja, das ist ohne Tankkanne. Wie wollen wir das? Tja, das hat auf einmal, ich weiß noch hier, morgens habe ich hier gesessen beim Kaffee. Mensch, lass doch einfach, addier doch einfach die Runden auf und für die gefahrenen Runden kriegen Zeiten. Das müsste doch gehen. Durchgerechnet, ja. Dann haben wir dann praktisch gesagt, okay, Leute, ich glaube, wir haben eine Lösung. Wir haben eine Lösung für dieses Problem. Wir lassen die für ihre gefahrenen Runden so lange stehen, wenn sie tanken müssen. Wenn sie ein Problem haben, brauchen sie nicht so stehen, können sie direkt rausfahren, 3-4 Schäden haben oder sowas. Ja, da haben wir nur das eine Problem gehabt, bis zur letzten Stunde hin. Weil es dann, wenn einer praktisch nachtanken muss, ist 9 Runden, nur noch eine Runde zu fahren. Dann muss er ja praktisch für die 9 Runden stehen. Ja, okay, ja. Jetzt haben wir dieses Problem. Wie kriegen wir denn dieses Problem gelöst? Dann haben wir gedacht, okay, die letzte Stunde muss dann die Tankkanne noch wieder hin. Aber die Tankkanne ist dann praktisch, die dann den Durchfluss da hinten reguliert wieder. Ah, oh Mann, diese blöde Tankkanne, weißt du, von den Teams her. Wir hatten aber keine andere Lösung. Und wir sind ja, waren damals, oder jetzt heute sind wir auch wieder 3 Leute, die das machen, das ist der Mike von der Technik, der Mike Ramke. Mhm. Macht ADAC GT Masters, Mike macht ja die Kilowik-Corvette. Und der ist auch seit dem ersten Tag dabei, seit 2008. Ja, dann war der Martin Marx noch dabei am Anfang. Der ist da der Chef von HWA jetzt, Martin Marx. Wir haben das damals so aufgebaut und alles drum und dran. Ja, und dann sind wir dann, waren wir dieses Problem. Da hat der Mike dann noch eine gute Idee gehabt und sagt, pass auf, wir machen das anders. Von der letzten Stunde her zählen wir rückwärts. Dann brauchst du nur noch für deine Zeit, die du zu fahren hast, zu stehen. So, und dann haben wir nicht praktisch das Problem, dass wir hinten her eine Überschneidung kriegen. Und dann haben wir nur eine Überschneidung, wenn einer in dieses Fenster reinkommt. Aber das ist ein bisschen komplizierter. Dann kann er sich den Vorteil suchen, ob er jetzt die Runden stehen will oder nach dem neuen Fenster fahren. Ja, früher reingeht, ja. Ja. Ja, so haben wir das praktisch dann geregelt. Und so sind wir bis heute da am Arbeiten. Und ja, gut, ballen so vor Performance. Ja, ich bin der größte Hasser von der ballen so vor Performance, weil ich sage, der Ingenieur wird ja bestraft. Wenn du schon was findest. Die besten Ingenieure werden bestraft. Ja, die guten Ingenieure, die was finden, werden bestraft. Das ist immer so nicht so gegen das, was ich gerne, weil ich war selber Ingenieur und habe einiges rausgefunden und gemacht und getan, um besser zu sein wie die anderen. Aber du brauchst hier gar nicht besser zu sein wie die anderen. Wenn du besser bist und wärst schneller,
Dann steht einer von der BOP, unter anderem der Norbert Greiler, naja, da bist du schnell, wir müssen dich ein bisschen einbremsen. So, und das ist irgendwo auch ein bisschen frustrierend für uns, aber es geht nicht anders. Wir müssen die irgendwo machen mit den Motoren, sonst müssten wir einfach wieder sagen, ja, muss jeder seinen eigenen Rennmotor entwickeln, dann kannst du eben da zeigen, was du kannst mit Restriktoren, dann hast du praktisch mehr oder weniger so einen DTM-Motor, wird zu teuer. Also und da werden die Motorenkonzepte einfach zu unterschiedlich. Und da einfach sagen kannst, ja, ich einen Serienmotor kriegst du ihn nicht auf den Stand von einem Rennmotor, dann musst du weiterentwickeln. Und die Kostenbremse wurde gezogen und da erfahren doch viele mit Serienmotoren. Und die muss man eben alle unter einen Hut kriegen und muss dann noch die Chance geben, dass sie gewinnen können. So, Problem ist immer, wenn sie alle offen und ehrlich fahren, ist eine BOP ganz leicht zu machen. Wenn aber darum geht, zu vertanen und zu täuschen und zu sagen, wir zeigen unser Potenzial nicht bis zum 24-Stunden-Rennen, hast du immer ein Problem. Ich sage, jammert nicht, wenn wir euch falsch einstufen, liegt doch an euch. Wenn ihr euer Potenzial zeigt, stufen wir euch hundertprozentig richtig ein, zeigt ihr euer Potenzial nicht oder wir denken, ihr seid schneller, dann kann er doch immer mal in die Hose gehen. Das ist eben so. Wenn wir offen miteinander spielen, sollte es einfach sein. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Das ist ja, jeder versucht ja irgendwo, das ist so eine Natur des Menschen, ein bisschen besser sein wie der andere. Und wenn es eben geht, nicht alles zu zeigen und das dann irgendwo zurückzuhalten, ja, dann kann schon mal passieren, dass es eben da nicht ganz passt. Also ich habe das Gefühl, Sie können da ganz gut mit den Leuten an der Strecke diskutieren. Ja. Und haben da auch. Ja gut, ich habe ja auch irgendwo nochmal, hab so viel gemacht. Von der Kompetenz her ist ja nicht so, dass ich sagen kann, nee. die können mir da sehr viel erzählen oder das weißt du nicht. Also durch die Rennerei bei Toyota, man sagt zwar Motoreningenieur, aber eins hat es mir auch gebracht. Ich habe dann 2 Jahre die Rennstrecke betreut und habe dann doch irgendwo auch mitgekriegt, wie so ein Auto abzustimmen ist. Mhm. Das habe ich dann mitgekriegt. Ich kann auch von meinen Autos abstimmen. Ich könnte auch jetzt noch ein GT3 noch abstimmen. Das ist eben so, weil man das eben mitgekriegt hat. Also Motorenmann, guckst du ganz anders dahin. Also das hat, irgendwo hat er doch sein Gutes gehabt, wenn man mal Fahrwerk machen muss. Das ist doch ein gutes Fazit. Also wirklich ganz beeindruckend, was Sie alles gemacht haben und wie viel Sie erlebt haben. Also Rallye, Formel 1, Rundstrecke, ist irgendwie alles dabei. Dann haben wir noch Fluchmotoren gemacht. Ja. Und Fluchmotoren auch noch, ganz genau. Vielleicht nur noch so ein Düsenantrieb. Ne? Nee, Düsenantrieb, nee. Das haben wir nicht. Ja gut, die Funktion von Düsenantrieb, das wüsste man schon, aber jetzt auch. Ja, ja, aber das ist dann nochmal. Triebwerk komplett, sagen wir mal, vom Wirkungsgrad so auszulegen, da gehört dann noch ein bisschen mehr zu. So eine Turbine ans Laufen zu kriegen, dass man damit auch machen kann, das wäre kein Thema. Das könnten wir auch oder könnte ich auch, aber denn die Optimierung, dafür muss man dann doch irgendwo ein bisschen mehr. Und ich glaube, man braucht mehr als 8 Monate. Mehr als 300.000 Mark Budget. Natürlich, ja gut, und dann die Sicherheit, machen Sie mal ein neues Triebwerk, bis das da irgendwo mal so was Ding in die Luft kommt, das sehen wir hier in dem Flugmotor, bis das da was in die Luft kommt, in 6-7 Jahren im Land. Mhm. Und vorher geht auch so eine Turbine nicht, wenn nicht länger. Wie weit man da eigentlich in die Zukunft schauen muss, ne? Wenn man sowas konstruiert und entwickelt. Ja, also also das wurde auch damals gefordert von unserer Seite her, wie wir das angefangen haben mit dem Dieselmotor. Also der Motor muss von der EASA 30 Jahre musst du Ersatzteile kriegen für diesen Motor. Also du musst planen für 30 Jahre Ersatzteile. Wenn der Motor gebaut wird, musst du praktisch 30 Jahre noch danach irgendwo Ersatzteile liefern können. So, macht sie gut. Wie das jetzt geht, ob wir jetzt demnächst alle elektrisch fliegen, ich weiß es nicht. Mal gucken. Wie gesagt. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Was die Zukunft bringt. Apropos, wenn wir alle elektrisch fliegen, mal angenommen, das Rohöl geht aus. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Und jeder kriegt nochmal 50 Liter auf den Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren? Um einfach Spaß zu haben, würde ich um den Überschritten verfahren. Okay. Ich denke mal, dass sie doch die schönste Rennstrecke ist, die wir hier in der Eifel und in Deutschland oder weltweit haben. Ich würde sie schon um den Überschritten verfahren. In welchem Auto? Ach ja, Gott, so ein GT3 wäre ja nicht schlecht. Oder ich habe immer noch mal irgendwo einen Traum, habe gesagt, du brauchst irgendwo mal dein eigenes Auto. Wie gesagt, eine Rechnung habe ich dann offen. Das ist der Pirsch, den wollte ich immer mal schlagen. Weil der hat mal 2 Mal in die Kartenring gespielt, wo einmal mit dem VW-Projekt und andere Projekte, wo man einfach nicht weiterkam. So, ihm einfach mal seinen Bugatti niederzumachen. Das hätte ich geschafft, das weiß ich. Ja? Also vom Motormäßig bestimmt, die haben da ein Konzept gehabt. Aber okay, ja, das ist jetzt nur Spielerei. Also ein 16-Zylinder auch? Oder? Ja, nein, ein 12-Zylinder reicht. Für dieses Projekt reicht noch ein 12-Zylinder-Turbo. Der reicht voll und ganz. Also das würde ich mir noch zutrauen, die zu backen.
Vielleicht meldet sich hier jemand. Ja, Elon Musk hätte ich auch vielleicht, weil der ist dann nicht so geil. Also stimmt, würde ich gerne nochmal ein Ei legen. Dem Kerl, du. Also okay, gut. Ich das kann nicht mehr erleben, der hat natürlich, sagen wir mal, schon irgendwo musste Entscheidungen treffen. Das war eben unglücklich, immer mehr, dass ich dabei war. Aber ein bisschen Rache muss sein. Wie viel Leistung würden Sie da rausholen, rechnerisch? Oh, ich denke schon, da mal 1800, weil dann nicht 2000 PS Game. Vielleicht meldet sich ja noch mal jemand bei Ihnen. Ja. Freuen würde es mich. Und die letzten 50 Liter haben wir. Und eine Sache haben wir vergessen, das machen wir jetzt das nächste Mal. Und zwar das Frenzenprojekt mit dem Kumpel Apollo. Ach so, ja. Den haben wir auch noch gemacht. Den habe ich ganz vergessen. Schon fast 4 Stunden, das gibt's gar nicht. Das haben wir auch noch vergessen, das stimmt. Ja. Aber ich kann Ihnen da auch schnell zu was sagen, wenn Sie das wissen wollen. Mich interessiert das, na klar. Das war auch nach Toyota-Zeit. Da kam der Heinz Harald Frenzen, ich kannte ihn noch von der Rennerei her und alles drum und dran. Er würde gern ein Hybridauto bauen. Er ist ein Elektrofan, Hybridauto. Können wir sowas machen, Hybridauto. Wahrscheinlich, Harald, jetzt hör auf, bitte. Motoren, ja, aber jetzt noch Hybrid. Musst du mich da irgendwo in die Richtung? Ja, ich möchte gerne Hybrid. Was kommt, glaubet mir, Norbert. Lass uns ein Hybrid-Auto bauen. Wahrscheinlich, Harald, was für ein Hybrid-Auto soll man da nehmen? Das Ding wird schwer. Eins ist klar, wir brauchen Batterien. Wie groß muss die Batterie sein? Was wollen wir machen? Und was willst du erreichen? Ja, ich will da oben, da wollten wir schon mal VLN 24 Stunden rennen. Das wäre was, wo ich gerne fahren würde. Ja, gut, aber Heinz Harald, die Zeit wird knapp. Wir sind schon, ja, lass uns mal zum Gumpert fahren, wie im Apollo. Ja, sind wir dann zu dem Gumpert hin, sage ich so und so. Oder Heinz Harald hat dann vorgestellt, der möchte dann das machen. Oder sich vorstellen könnte, da mit inzusteigen, mit dem Auto, mit allem drum und dran. Ja, er hat ja auch kein Geld, aber er könnte doch schon ein bisschen unterstützen und alles drum und dran. Ein Tag müsste das Auto kaufen. Ja, seine Leute könnten da mithelfen. Von der Konstruktionsseite her, wir brauchen Konstrukteure, weil das schaffe ich alleine nicht. Da müsste ich Konstrukteure einstellen, das geht nicht. Da bräuchte man schon Unterstützung von ihm. Ja, okay. So, ja, dann wird man sich dann da einig. Hat natürlich lange gedauert. Heinz Harald ist kein Mensch, der schnelle Entscheidungen trifft. So, wir hätten ihn manchmal umbringen können. Ja, meinst du nicht? Dann hinterfragt 25 Mal und so hat sich das natürlich auch hingezogen mit Gumpert. Tamalat, ja, sag ich, wie sieht das dann aus? Wir brauchen ja auch Elektro. Wie machen wir das Konzept, Elektrokonzept? Ja, wir können an die Vorderachse gehen, wir können aber auch die Hinterachse irgendwo am Getriebe machen. Nee, Vorderachse, Allrad, wäre mir lieber. Ja, sag ich, dann müssen wir gucken, wie wir das Allrad hinkriegen. Ja, wer macht denn, wir brauchen Elektromotoren und die Systemregelung von dem ganzen Ding und Batterie. Ja, da habe ich schon geguckt, da gibt es die Firma Geier, mit denen habe ich gesprochen. Da war ein Namensmittel von mir in Arbeit, ich komme aber nicht mehr hin. Mit dem habe ich gesprochen, Kuhn oder was, ich weiß nicht mehr. So, lass uns doch mal hinfahren. Ja, dann haben wir dann geguckt. Ja, Batterien, wie bauen wir das am besten auf? Ja, aber die Batterien brauchen Kühlung, wir müssen Wasserkühlung haben. Wie können wir sie entladen? Tiefentladung geht nicht, überladen dürfen wir es auch nicht. Also die Regelung muss schon hundertprozentig stimmen von den ganzen Regelungssystemen, von der Batterieregelung. Ja, das machen wir. Ihr müsst uns nur einen Batteriekasten bauen. Sagen wir Kasten. So, wo setzen wir den dann wieder hin? Ja, den setzen wir unter das Auto. So, dann haben wir da praktisch hinter das Auto eine Kiste gebaut. Aluminium aus Vollaluminium gefräst, so ein ganzer Tisch hier zweimal. Ich glaube, 2 Meter mal 1 Meter war die Kiste, oder nicht ganz, 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Die wurde dann gefräst, dann wurden Halterungen drin, da wurde jede einzelne Batterie von der Firma Geier da drin gesetzt und dann mit Wasser umspült. Also die Aluminiumhalter waren wassergekühlt, da wurde dann Wasser durchgeschickt, damit die nicht überhitzen wurden. Und das hat praktisch dann der Gumpert mit seinen Leuten nach unseren Vorgaben gebaut, wie die Kiste aussehen sollte und mit Geier zusammen, die wurde dann verkabelt. So, ja, jetzt haben wir aber immer noch keinen Antrieb. Wir nehmen dann als Motor. Ja, müssen wir gucken. Ja, da haben wir dann geguckt, da haben wir dann die Firma Brusa gefunden. Die sitzen in der Schweiz. Mhm. Den Brusa-Leuten sind wir dann hingefahren. Und ja, so und so, so. Ja, welche Motor? Ja, so 100 PS könnte man dann schon darstellen mit der Regelung, aber dann müssen wir eine riesen Kiste haben, das ist alles Gewicht. Gut, aber 100 PS brauchen wir schon.
So. Wie groß muss die Batterie sein? Ja, dann sind wir dann auf 9,5 kW gekommen, weil wir sagen, ja, wir müssen eine Runde um Nürburgring fahren können. Weil das ist ja mindestens Voraussetzung. Da haben wir einfach so, ja, da ist Heinz, wir haben es vergessen. Wir haben hier noch gar kein Reglement dafür. Wir sind hier am Planen und machen was. Wir sind noch in der Planungsstufe, da ist Heinz Harald. Wir müssen uns mal Gedanken machen. Ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Das ist der Peter Geisecker. Oh, den kenne ich gar nicht. Peter Geisecker, wer ist das? Ja, das müsste 24 Stunden überschreiten. Haben wir uns einen Termin geholt beim Peter Geisecker. Das war in Köln. Jungs, ihr guckt mir genau richtig, sagte Peter in den ich möchte das haben. So, in deinem Kölschen Blatt. Heinz Harald, du, ja, das zieht. Das müssen wir mit den ja für neue Zukunftsideen immer offen. Mach das. Ja, sag ich, Herr Geisecker, wir haben kein Reglement. Wie? Ah ja, nein, ja, kein Reglement. Elektrisch haben wir nichts drin. Was machen wir dann da? Kannst du ein Reglement schreiben? Peter Geisecker zu mir. Also Sie als Entwickler des Autos sollen das Reglement für Ihr eigenes Auto schreiben. Ja. Das ist eine gute Situation eigentlich. Ja, ja. Kannst du ein Reglement schreiben? Ja, sag ich, Peter, ja. Wer ist dann verantwortlich dafür? Der Rennleiter. Dann müssen wir uns mit dem Rennleiter treffen. Tja, Junge, da haben wir auch keine Ahnung von. Und dann deine Assistentin, die Frau Kölzer. Sag ich, komm, wir setzen uns mal hin und formulieren mal was, was wir da machen müssen. Ja, sag ich, der erste ist, was ist überhaupt ein Hybrid? Müssen wir den Hybrid beschreiben? Sag ich, was lassen wir zu? Wie viele Batterien, was ist die Kapazität? Was muss er mindestens können? Also Hybrid wird nur eingestuft, wenn er mindestens eine Runde lang mit einem Schnitt von 40 eine Runde Nürburgring fahren kann. Okay. So groß muss die Batteriekapazität sein. Dass er eine Runde mit mindestens Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 fahren kann. Und die Höchstgeschwindigkeit von 120 muss das Auto auch erreichen. Nur ab dann wird er in diese Klasse Hybrid eingestuft. Ja, das haben wir dann gemacht, alles umschrieben. So. Dann, ja, Moment, wie sieht es da mit der Sicherheit aus? Ja, da musst du zu dem Christian Schacht fahren. Da mit dem Heinz Heyer, den hatte ich, kenne ich auch. Bei dem Christian Schacht kommst du nie durch. Vergesst das. Norbert, vergesst das. Da sag ich, Hans, komm, hör auf. Ja, kennst du den Schacht überhaupt? Nee, sag ich, kenne ihn nicht, aber dann werde ich dich kennenlernen. So, dann nach Frankfurt gefahren. Da war es dann der Christian Schacht. Ja, das sind ja tolle Sachen, die du hier machen willst. Wie kriegen wir das sicherheitsmäßig alles auf die Reihe? Da sage ich, okay, sicherheitsmäßig müssen wir das natürlich ausarbeiten. Was wird verlangt? Ja, da hat er die FIA ist jetzt auch im Moment dabei. Da war der Stegner, der war für die Sachen E-Mobilität zuständig damals und der Professor Brasseur war der Abgeordnete, der verantwortlich bei der FIA. Da müssen wir einen Termin machen. So, wir Konzepte gemacht mit der Firma Geier und mit der Firma Bruser zusammen. Wie können wir die das sicher machen, damit da irgendwo nichts passiert und alles drum und dran. So, und dann ist dieses Konzept vorgestellt worden. Der Professor Brasseur kam dann von der FIA, der Christian Schacht, der Peter Geisecker, Heinz Harald, die Firma Brusa und alles drum und dran saßen dann zusammen und dann haben wir dann dieses Konzept besprochen. So und so wollen wir machen. Bei Unfall, wenn 15G erreicht werden, wird die Batterie getrennt. Wenn brennt, müssen wir brennen lassen. So, wie sind die Konzepte, Sicherheitskonzepte von dem Brasseur? Ja, da man dann Sicherheitskonzept aufstellen muss, während Auto da, wo gefährlich überall, wo gefährlich, wo dürfen die Mechaniker arbeiten und. Da hat man alles ausgearbeitet und der Brasseur sagt, ja, das sieht ganz gut aus so, wenn ihr das so machen könnt und mir das nochmal hinschickt, dann werde ich das abzeichnen. Mhm. Da war dann dem Christian Schacht, och, wissen der Wind aus den Segeln genommen, der dann sagt, ja gut, wenn der passiert, aber der Stegner kommt mit euch und ich will einen Aufschrieb haben, weil das Problem ist, wenn die Batterien überhitzen, 60 Grad ist so die Grenze für die Elektrobatterien, deshalb kenne ich mich mit Elektrobatterien aus, und Unterladung und Überladung müssen festgehalten werden, dass das Ding nicht abbrennt. Und wie gesagt, die 15G, die müssen getestet werden, damit die Batterien getrennt wird beim Unfall. So, und dann eben, wenn die Streckenposten müssen informiert werden, Lastenheft geschrieben werden für die Streckenposten, damit die Streckenposten informiert sind, dass jeder kriegt, wo da wird anpacken das Auto, wo wird abgeschleppt, weil ist, wenn die Karre brennt, brennen lassen, du kannst nichts löschen, das geht nicht, Fahrer retten und brennen lassen. So,
Das waren dann die Konzepte, die dann praktisch von dem Passeur von der FIA abgehakt wurden. Und dann sind die auch abgehakt worden vom DMSB. Und so hat man dann die Möglichkeit und durften dann mit diesem Auto noch fahren. Ja. Ja, das Problem war natürlich immer Zeit. Heinz Harald Frenzen nicht entscheidungsfreudig. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben 14 Tage vorm 24-Stunden-Rennen hatte er einen Termin mit der Firma RWE. Und der RWE wollte das damals unterstützen. Ich sage, Heinz Harald, wir schaffen Tag und Nacht, wir kriegen das Auto nicht vorgestellt. Und da sind die RWEs, das war natürlich Pech für ihn, abgesprungen. Er hat dann dasselbe dann noch einen kleineren Sponsor gefunden und Kaya hat noch gesponsert. Und dann sind wir dann so, abends kann ich dann den Karfitz noch, den Dr. Karfitz, der war damals noch Chef vom Nürburgring, dann durfte man nach Abend 3-4 Runden um Nürburgring fahren, weil man das Auto noch nie getestet hat. Wir hatten kein Auto getestet, wir haben schon getestet, weil der da unten in Altenburg war und in Altenburg gibt einen Flugplatz. Da haben wir das Ding getestet. So, da ich motormäßig kann ich mich im Moment nicht drum kümmern. Die Abstimmung ist dann von Apollo noch gemacht worden. So, war ein 4 Liter 8-Zylinder Motor da drin. Aber der Spritverbrauch war viel zu hoch. Das haben wir dann auch gesehen. Also wir hätten die 8 Runden nie geschafft. Wenn wir 7 Runden geschafft hätten, dann war alles. Im Rennen sind wir dann auch irgendwo mitgefahren. Aber es war einfach, das Auto war verdammt schwer. Er hat noch nicht die speziellen Reifen, alles drum und dran, weil das einfach nicht so viel gekostet hat. Und war mehr, dachte, ja, da wollen wir einfach lernen und fährt damit. Wir sind auch dann den ersten Stint gefahren und am ersten Stint hatten wir schon Probleme, da war Getriebeschaden. Okay. Ja. Wir hatten zwar ein zweites Getriebe dabei, Getriebe eingebaut, aber sind wir nochmal, ich weiß gar nicht, in der Nacht sind wir dann irgendwo, sind wir in der Nacht wieder angefangen und morgen nach dem 2 Uhr wieder Getriebe kaputt. Das war auch ein Murks, das da an Apollo geliefert worden ist. Da sind Bolzen abgeschert, wo du sagst, ja, das kann ja nie sein. Ein Tellerradbolzen schert normalerweise nicht ab. Die sind aber kaputt gegangen. So. Der Gumbert kam dann, ja, was wollen wir machen? Wir können ja nicht weiterfahren, geht ja nicht. Wir brauchen noch ein Getriebe. Dann hat er aus seinem Serien-Apollo noch ein Getriebe ausgebaut. Und dann haben wir das noch eingebaut, damit wir wenigstens Ziel gesehen haben. Aber ich weiß nicht, weiß nicht, wie viele Runden wir gefahren sind. Von 150 Runden, die normal oder 160, die gefahren werden, sind wir vielleicht 30 oder 40 gefahren. Ist außerhalb der Wertung gewesen und es war einfach... Ja, ja, eine Ausschaltung sowieso. Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, wir sind daneben gefahren und dann war eben die nächste Geschichte. Heinz Harald wollte dann noch nicht mehr, weil da einfach zu viel Geld war. Der Sponsor ist nicht dabei geblieben. So, er ist aber immer nach wie vor noch Elektrofan, fährt auch Tesla. Er ist also immer noch elektrisch infiziert. So, ja, Gumbert, dann weiß ich nicht, was der Gumbert im Moment macht. So, und dann das Auto steht noch da, das Auto gibt es ja noch, den Heinz Harald gibt es noch, ja. Und nach dem Reglement, der ist dann leicht abgeändert worden, ist ja Porsche eingestiegen mit dem Hybrid. Und hat er dann gezeigt, dass das Hybrid-System, wenn es richtig eingestuft ist, schon gehen. Die hätten praktisch 24-Stunden-Rennen gewonnen, wenn sie damals doch nicht. Die hatten auch einen Getriebeschaden und sind dann noch hinten durchgereicht worden. Aber das Auto war in der Spitze immer mit dabei. Gut, jetzt bin ich nicht der Elektro-Fan, aber wie gesagt, Hybrid, da könnte ich mich noch anfreunden. Aber andererseits ist gut, aber... Wenn man jetzt sieht, die ganzen Sachen, die wir da in Le Mans machen, die in der Formel 1 gemacht werden. Ja, sage ich, wir können eine Ingenieursmeisterschaft machen. Ja. Dann können wir Ingenieure, sage ich, die können am Laptop spielen und sagt, wer hat das effizienteste Auto gebaut? Den Kunden draußen, das sind unsere Zuschauer. Den interessiert das nicht, ob du jetzt ladest, später ladest, Hybrid einschaltest, nicht Hybrid einschaltest und das System nützt und jeder System nützt, der will einfach... Egal, wo wir das ein bisschen Geräusche haben, weil Motorsport ohne Geräusche ist nicht, ist wie wenn du ein schales Bier trinkst, so etwa. Und die brauchen einfach und die wollen einfach Action sehen, Fahrer sehen und keine Meisterschaft, wo man sagen kann, ja, wer kommt mit seiner Batterie am weitesten und wer kommt mit dem Sprit am weitesten. Die wollen einfach Top-Fahrer sehen, der praktisch die Möglichkeit hat zu gewinnen und Action. So, das ist, was der Fan sehen will. Und alles andere, das sind Ingenieurmeisterschaften, die können wir selber austragen. Da können wir unseren PC setzen und sagen, ja, ich komme aber mit meinem Sprit noch mal ein bisschen weiter wie du. So, aber nicht vor dem Fan. Der Fan will das gar nicht sehen. Ich bin nicht gegen Grün oder irgendwas, beim besten Willen nicht, damit wir was machen müssen, ist klar. Aber
für den Fan draußen, ob wir jetzt elektrisch fahren, Hybrid fahren oder nicht Hybrid fahren, den interessiert das nicht. Ja. Den interessiert das nicht. Das sind Ingenieure, die interessiert, ja. Aber für die Fans, denke ich mal, brauchen wir das nicht. So sehe ich das. Vielleicht sehe ich, bin ich schon verborgen, sehe ich falsch. Aber ich denke mal. Ich spüre, wie meine Hörer nicken jetzt gerade. Ja, ist wahrscheinlich was dran. Und man kann nur hoffen, dass man zumindest beim Hybrid festhält und da eine gesunde Mischung findet. Ja, ja. Norbert Kreyer, Dankeschön für das Gespräch. Nichts zu danken. Hab mich gefreut, mal wieder was zu erzählen. Das war Norbert Kreyer und das war die alte Schule für heute. Wenn euch Geschichten zu Motoren gefallen, dann findet ihr bei mir übrigens noch viele weitere Folgen, zum Beispiel mit Hans Metzger, der leider inzwischen schon verstorbene Konstrukteur des luftgekühlten Porsche 911 Motors, Valentin Schäffer, dem Mann hinter dem Porsche Rennmotoren, Bernd Rammler war bei mir schon zu Gast und hat zum Beispiel den Motor des Porsche Carrera GT oder den 6,3 Liter Motor für AMG verantwortet, aus dem Uli Goffrey bei Brabus dann noch mehr Leistung rausgequetscht hat. Sie alle könnt ihr bei mir hören und natürlich rede ich regelmäßig mit dem Wiener Motorengott Professor Fritz Indra auf meinem YouTube-Kanal, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Fans des gepflegten Verbrenners kommen bei mir also voll und ganz auf ihre Kosten. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Und nächsten Donnerstag habe ich wieder einen tollen Gast aus der Goldenen Ära für euch am Start. Bis dahin eine schöne Woche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.